Der 98.0 Pure FM Radiokrimi. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Jetzt exklusiv auf 98.0 Pure FM Frankfurts Stadtradio. Hier haben Sie die Vordrucke für die Eigenauskünfte zu den Sicherheiten, Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen und so weiter. Wenn Sie die ausgefüllt haben und wir sie geprüft haben, können wir uns weiter unterhalten. Aber ich hab doch den Businessplan. Ja, ja, den legen Sie mir dazu und reichen die Unterlagen komplett ausgefüllt ein. Puh, und der Businessplan reicht nicht? Bitte? Na, da steht doch alles drinne. Nein, der reicht keinesfalls. Wenn die Unterlagen hier nicht vollständig ausgefüllt sind, wird der Darlehensantrag nicht bearbeitet. Wollen Sie da nicht mal ringucken? Hat mir ein Steuerberater gemacht. Der ist ein echter Profi bei Geschäftsgründungen. Ach Mensch, dann zeigen Sie mal her. Hier. Weshalb hat der Steuerberater das jetzt nicht auf seinem Briefkopf geschrieben? Nicht unterschrieben, kein Stempel. Da können Sie mir jetzt viel erzählen. Das hat er mir aus Gefälligkeit gemacht. Und wir haben zusammen dran gearbeitet. Sie kommen aus der Branche? Nein, nein. Aber wir haben lange zusammengelebt. Aha. Jedenfalls steht da alle drinne, was Sie für das Darlehen brauchen. Die Entscheidung müssen Sie schon uns überlassen. Nichts unterschrieben, kein Stempel. Und sagen Sie mal, wie haben Sie denn die letzten Jahre so gelebt? Ich habe keine Angaben zum Vermögen oder keine Verdienstbescheinigungen. Die fehlen irgendwie ganz. Sind Sie denn selbstständig gewesen? Oder waren Sie irgendwo angestellt? Hä? Waren Sie als Arbeitnehmer oder Selbstständiger tätig? Nee, nee. Nicht von wem? Na, sagen Sie mal, von irgendwas müssen Sie ja gelebt haben. So richtig vermögend sehen Sie ja jetzt nicht aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Nee. Reich bin ich nun wirklich nicht. Das soll ja mit mir Geschäft werden. Ich war auf einem Selbstfindungstrip. Bitte? Na, ich bin durch Australien getrimmt. Hab mal hier, mal da, beim Farmer geholfen und Aushilfsjobs gemacht. Ach, das geht so einfach? Waren Sie eher im Outback oder doch im Landesinneren? Wie gesagt, mal hier, mal da. Überall so reingeschnuppert eben. Hier haben Sie Ihren Businessplan zurück. Nichts von Sicherheiten oder Vermögen. Niemand da bereit wäre, für Sie zu bürgen. So wie ich es einschätze, brauchen Sie sich auch nicht mehr weiter die Mühe machen, überhaupt was auszufüllen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe noch richtige Arbeit zu erledigen. Und was soll ich jetzt machen? Ach ja, hier soll ich jetzt auch noch die Lebensberatung übernehmen. Jeder Mensch kann doch irgendwas gut. Machen Sie doch einfach das, was Sie immer gemacht haben. Oder am besten können. Noch eine Runde? Klar doch. Ist das Einzige, was hier läuft? Oder wird das heute noch was mit uns, Schätzchen? Das ist beim Bier trinken, dann ist gut. Du kleine Kratzbürste, du. Und schon ist sie wieder weg. Solange sie mit Bier wiederkommen, ist doch alles gut. Genau. Und schnell ist er. Und die Schlampe von der Bank will ja kein Geld geben? Von der Bank bekommst du nur Kohle, wenn du sie überfallen tust. Was hat die Kuh von der Bank gesagt? Haben sie irgendwelche Sicherheiten und sowas? Wo sind ihre Lohnscheine? Reicht auch ein Bescheid vom Amt? Oder ihren Lohnzettel aus dem Knast? Die sitzt auf Geld. Wenn hier mal jemand eine super Geschäftsidee hat, dann helfen die nicht. Das Land geht vor der Hunde. Hier, die Herren, ihr Bier. Kann sich ruhig ein bisschen mehr über den Tisch lehnen, Kleine. Komm mal her auf meinen Schoß. Nicht einmal, wenn ich mir sicher sein könnte, dass Sie da auf der Hose nur mit Bier gekleckert haben. Und wie wär's mit der Bezahlung, statt hier blöde Sprüche zu klopfen? Wer so unfreundlich ist, der bekommt kein Geld. Und wer so besoffen ist wie ihr, der bekommt hier kein Bier mehr. Das ist ja gut. Hier ist die Kohle. Bleib mal entspannt. Prost, Männer! Die noch getrunken, jetzt wird gesoffen. Zwischen Leber und Nierchen passt immer noch ein Bierchen. Und da hat er die Kuh von der Bank einfach abtreten lassen? Wo ist die Kohle für die Tierwelle ins Bar? Machst denn jetzt? Na, scheiße ist. Ich brauch unbedingt und ganz schnell die Kohle. Die Jalle von der Bank hat mir noch so ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Warten, dass du dein Konto nicht immer überziehen tun sollst? Hört man, wer bezahlt denn hier das Bier? Quatsch, kein Reis. Hast ja einen Stock im Arsch wie die Kellnerin. Soll er sich auch weit über den Tisch lehnen? Das will keiner sehen. Was hat's denn vorgeschlagen von der Bank? Ich soll machen, was ich am besten kann. Warten, arbeiten gehen? Quatsch. Ja, was kann ich denn schon? Bier saufen tun. Deshalb hast du die letzten Male hier gesessen. Da hatte ich immer eine Bank gemacht. Stimmt. Du Idiot. War nicht auf der rechten Hand ein Tattoo zu sehen auf der Überwachungskamera? Und hattest du nicht eine Schreckschusspistole in der Pfote? Erinnere mich nicht daran. Aber ich hab's. Ich weiß, was wir tun. Was wir am besten können. Was soll denn das sein? Wir machen eine Bank.
was die drei Kleinkriminellen unternehmen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen und ob es ihnen in ihrem Zustand gelingt, in die verschlossene Bank einzudringen, das erfahren wir kommende Woche. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Auch nächsten Sonntag wieder um 19.45 Uhr. Exklusiv auf 98.0 Pure FM Frankfurts Stadtradio.